In Season 21 haben wir für den Titan einen neuen Aspekt bekommen, für Strang. Das sorgt dafür, dass wir uns, während wir rutschen, uns in die Luft heben können und ganz viele Nahkampfangriffe auf einmal raushauen können. Und mit diesem Angriff können wir teilweise in einem Hieb Champions einfach wirklich komplett wegmachen. Und allgemein der Ad Clear ist auch richtig gut. Und mit diesem Bild haben wir auch für unsere Super erhöhten Schaden. Und wenn euch meine Videos gefallen, könnt ihr sehr, sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich super freuen. Ihr könnt auch sehr gerne meinen Kanal abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und vielleicht schaffe ich sogar noch dieses Jahr die 5000 Abonnenten. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und lasst sehr gerne noch einen Kommentar für den Algorithmus da. Nämlich das Exo, was uns dabei hilft, so viel Schaden zu machen, sind Syntoceps. Das sind ja die altbekannten Arme, die man eigentlich fast bei jedem Nahkampfbild beim Titan benutzt. Wir haben hier durch eine erhöhte Sprung-Nahkampfweite, kann auf jeden Fall behilflich sein. Und unser Super- und Nahkampfschaden ist erhöht, wenn wir umzingelt sind. Und da man in Destiny eigentlich immer wieder irgendwelche kleinen Ads um sich herum hat, hat man da eigentlich einen richtig guten Vorteil. Wenn wir uns jetzt erstmal den Fokus anschauen, haben wir ganz klar natürlich die Ulti drin. Dann habe ich noch die Schusswechselbarrikade drin. Wir haben unseren normalen Nahkampf drin, der Gegner zerreißt, ganz wichtig. Und ich habe hier auch noch die Hangelgranate drin. Wenn wir uns nämlich hangeln, können wir ja aus dem Hangeln heraus auch nochmal einen Nahkampfangriff machen. Und hier werden die Ziele auch zerrissen, so gesehen. Aspekte haben wir auf ins Gefecht dabei. Das Zerstören eines Gewirrs oder die Aktivierung unserer Super verleiht Verbündeten geflochtene Panzerung, was eigentlich ein guter Support ist. Und wenn wir geflochtene Panzerung haben, haben wir eine erhöhte Nahkampfregeneration. Das ist echt wichtig. Dann haben wir hier noch den neuen Aspekt drin, Pfeilhagel. Wenn wir rutschen, können wir ja einen Nahkampf aktivieren. Dann stoßen wir erstmal die Gegner weg. Wenn wir dann in der Luft sind, können wir nochmal den Nahkampf drücken und können so oft den Nahkampf drücken in der Luft und schmeißen verschiedene zersetzende Projektile auf die Gegner los, bis wir halt keinen Nahkampf haben. Wir können natürlich auch nur einmal drücken, gehen wieder runter und haben nochmal Nahkampf übrig. Das kann man sich also einteilen. Es wird nicht gezwungen, alles aufzubrauchen. Der Vorteil an diesen zersetzenden Projektilen ist, dass sie die ganze Zeit auf die Gegner wieder einfliegen und durchgehend Schaden machen. Und solange sie auch Schaden erleiden, fangen diese Projektile immer wieder an zu fliegen und vor allen Dingen verteilen die sich auch auf Gegner in der Nähe. Und wenn diese Gegner auch sterben, die davon betroffen sind, hinterlassen sie auch nochmal Gewürre. Und das ist auch nochmal eine wichtige Sache. Erstmal können wir uns an einem Gewürr anhangeln, wenn es da hängt. Und können mit der Hangelgranate daraus einen Nahkampf machen und es kostet uns nichts. Und noch dazu hängt es zusammen mit dem Fragment Faden der Wut. Wenn wir nämlich mit einem Gewürr Schaden machen an Gegnern, bekommen wir nämlich direkt Nahkampfenergie zurück und das ist nicht wenig. Also das ist eine richtig schöne Symbiose. Dann benutzen wir auf jeden Fall noch Fahnen der Abwehr. Wenn wir in eine Sphäre der Macht aufnehmen, bekommen wir geflochtene Panzerung, was wiederum mit dem Aspekt auf ins Gefecht perfekt funktioniert. Dann habe ich noch Fahnen der Generierung drin. Wenn wir halt normalen Schadenfall verursachen, egal aus welcher Quelle, regeneriert unsere Granate auf jeden Fall besser. Und dann habe ich noch Fahnen des Fortbestands drin, dass bindende, zerreißende oder zersetzende Effekte einfach länger anhalten. Das heißt, diese kleinen Projektile, die rumfliegen, die sind viel, viel länger da. Aber ich würde sagen, wir gehen direkt mal in die Mods rein. Auf dem Helm habe ich einmal zugepackt, weil wir, ne, wenn wir Nahkampf-Kills machen, was wir sehr viel machen auf jeden Fall, bekommen wir erhöhte Superregeneration. Dann habe ich noch, dass wenn wir Strangwaffen, Todesstöße machen, harmonischer Siphon habe ich drin, erzeugen wir Sphären der Macht. Da müssen wir zwei hintereinander killen, dann passiert das. Ich habe jetzt aktuell aus dem aktuellen Raid Rufus Wut, ein Sturmgewehr dabei, kann man aber auch gegen andere Waffen austauschen. Demolierer ist halt hier mit dabei und Schlüpfling. Wenn wir halt Kills mit dieser Waffe machen, bekommen wir viel mehr Granatenenergie zurück. Und wenn diese Todesstöße auch noch präzise Todesstöße sind, ist die Chance, dass wir auch noch zusätzlichen kleinen Fädling erzeugen. Und das nimmt man sehr gerne mit auf jeden Fall. So, auf den Syntoceps habe ich einmal schwerhändig. Wenn wir Nahkampfkills machen, passiert oft, machen wir Sphären der Macht, sehr wichtig. Und dann habe ich einmal drin Schaden und dann habe ich einmal drin Einschlaginduktion. Wenn wir mit einem Nahkampfangriff Schaden verursachen, bekommen wir unsere Granate schneller. Dann können wir öfters mal hangeln. Und dann habe ich noch drin Granatenkickstarter. Wenn wir eine Sphäre der Macht aufnehmen, bekommen wir eine Rüstungsladung und jedes Mal, wenn wir unsere Granate aktivieren, haben wir unsere Granate nicht direkt weg und ist leer, sondern ist sogar schon ein gutes Stückchen wieder aufgeladen direkt. Auf der Brust habe ich jetzt verschiedene Sachen drin. Also da kann man echt, je nachdem, was man für eine Aktivität spielt, das nochmal abändern. Ich habe jetzt einfach irgendwie alles drin gehabt. Also da habt ihr echt freie Wahl. Auf dem Bein habe ich drin schon besser. Sphären der Macht aufzunehmen, gewährt uns Gesundheit. Und vor allen Dingen auch das Schild lädt sich langsam wieder auf. Dann Regeneration.
unsere Nahkampffähigkeit lädt sich ein bisschen schneller auf. Und Absolution, dass alle Fähigkeiten sich ein bisschen schneller aufladen. Und auf dem Klassen-Item habe ich einmal drin mächtige Anziehung. Wenn wir nämlich die Klassenfähigkeit aktivieren, werden alle Sphären der Macht in der Nähe aufgesammelt. Ist sehr nice auf jeden Fall. Dann haben wir halt noch jedes Mal, wenn wir die Fähigkeit gemacht haben, der Kill danach erzeugt eine Sphäre der Macht, mit der Waffe natürlich. Und dann habe ich noch Verteilung, wenn wir unsere Klassenfähigkeit drücken, geht auch nochmal die Abklingzeit runter von allen Fähigkeiten. Dann, wie man es bereits schon sieht, habe ich Belastbarkeit ganz hoch, ganz klar, und Disziplin ganz hoch. Ist erstmal ziemlich seltsam, aber ich habe da viel rumgespielt und ich fand das so echt am besten. Wir bekommen nämlich dadurch, dass wir viele Gewürre schmeißen und viele Gewürre haben und auch noch die geflochtene Panzerung eigentlich fast durchgehend haben, unseren Nahkampf ziemlich schnell zurück. Und mit dieser Kombination mit hoher Disziplin und auch noch Granaten-Kickstarter haben wir einfach auch die Hangelgranate wieder ein bisschen eher, können uns rumhangeln, rumkicken, die Gegner. Und ich finde, das passt halt schon ziemlich gut zum Playstyle. Und die Waffe habe ich gerade schon hier auf Primär gesagt. Hier habe ich halt ein Strang-Automatikgewehr dabei. Das ist eigentlich aber gar nicht wichtig. Was wichtig ist, auf jeden Fall eine Waffe mit Doppelpunch. Wenn wir nämlich damit unsere Gegner treffen mit ein paar Kugeln, haben wir für kurze Zeit erhöhten Nahkampfschaden. Das hilft eigentlich plus dem Exo nochmal richtig gut dazu, die Gegner richtig wegzuschreddern, sag ich mal. Und dann hatte ich jetzt noch Donnerlord dabei mit dem Cut. Hat einfach super funktioniert. Vor allen Dingen bei Überladungs-Champions, weil die dadurch gestunt werden, die Gegner einfach super wegzuschreddern. Mit dem Cut kann man nämlich, wenn man die ganze Zeit präzise trifft und vor allen Dingen, wenn wir damit Blitze verursachen, ziemlich lange viel Munition bewahren und es ist einfach super strong und vor allen Dingen auch für verlorene Sektoren solo war das Ding einfach super geil. Ich kann euch kurz nochmal hier das Artefakt zeigen. Was ich halt jetzt noch reingepackt habe, ist, dass der zersetzende Effekt noch ein bisschen mehr Schaden macht. Also, dass diese kleinen Projektile einfach noch ein bisschen mehr Schaden hinzufügen. Ich habe es getestet und angeschaut, es hat sich nicht wirklich so viel getan. Es ging auf jeden Fall. Und vor allen Dingen hier die Nahkampfmod, Strangmod und so, dass ich mehr Plätze habe, habe ich auf jeden Fall auch mit reingenommen. Und ja, das wäre es dann erstmal soweit. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit diesem Bild. Ich habe Spaß. Das ist nämlich auch vor allen Dingen für die neueste Aktivität, jetzt die 6-Spieler- oder 3-Spieler-Aktivität der Season, einfach mega. Macht richtig Spaß. Ja, dann guten Loot und bis zum nächsten Mal.